Wir haben mal wieder einen Fertigkeitspunkt zu verteilen und das beim Überlebensrang. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Ja, was werden wir denn nehmen? Elektriker, Salsa, oder? Selbstschutz, damit können wir ein Schild herstellen und das eben im Kampf einsetzen. Elektrozaunfalle, ich habe ja immer noch nicht die Lichtfallen in der Nacht eingesetzt, immer noch nicht. Dann Granaten, die werden aber laut und da würden ja wieder diese blöden Agro-Zombies rankommen. Oder Reparaturkünstler, ein Slot wird nicht gebraucht beim Reparieren, das war Feilschen, genau. Oder mehr oder bessere Aufputschmittel. Ich würde erst einmal zum Elektrozaun tendieren. Gut, dann haben wir nichts mehr. Welchen Rang haben wir? 8, 8 und 8. Super, das gleicht sich ja richtig aus. Also wir müssen da rein und da erstmal runter. Also ich werde... Ah, die UV-Lampe haben wir schon. Eieieiei. Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Entschuldigung, darf ich mal? Dankeschön. Oh, hier geht's nicht lang. Sackgasse. Ah. Gott, sind das viele. Ich sollte mir vielleicht doch mal diese Fähigkeit zum Überspringen schnappen. Entschuldigung. So, geht es hier lang? Nee, so. Okay, ich suche nochmal einen Ausguck. Ich habe nicht wirklich geschaut, wo es hier reingeht. Uiuiui, das hätte schief gehen können. Schwierig. Da können wir nicht rauf. Okay, hätte ich mal doch dort mal bleiben sollen. Oh nee, so ein Schlimmer hier. Na, jetzt bin ich wieder runtergefallen. So, du willst hoch? Nö. Haha, drüber gefallen. Und lebt noch. Wenn er leben würde. Okay, dann nochmal heilen. Moment. Ja genau, rennt da mal alle hin. Selbst die am Zaun sind noch etwas abgelenkt, oder? Wo geht es denn hier lang? Hier ist auch keine Tür. Entschuldigung, ich muss hier durch. Wie an der Kasse, wenn man denn nichts in der Hand hat und einfach nur raus möchte. Oh. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, wir sterben. Jetzt ist also Nacht. Doch, 21 Uhr, Moment. Okay, 21 Uhr, das ist die Zeit für die Nacht. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kommen auf jeden Fall die bösen Zombies wieder. Die Mission wird wohl doch länger dauern als gedacht. Wo geht's denn hier rein? Da ist Stacheldraht, da können wir nicht drüber klettern. Hier auch nicht. Hier sind schon zwei Medkits draufgegangen, ich glaub's ja nicht. Ich sehe auch nirgendwo einen Durchgang. Hinten vielleicht? Nö. Nee. Puh. Also ich schmeiß erstmal einen Molotow dahinter. Nein, er bleibt natürlich hier hängen. Wenn es auch noch ein Molotow verschwindet. Nein, wir dürfen ja gar nichts unterwegs. Haben wir den fallen gelassen, oder was? Aua. Oh Mann, wie stelle ich mich denn auch gerade an? Ach du Scheiße, jetzt kommt die Schattenjäger an. Okay, war eine blöde Idee, muss ich zugeben. Ich brauche wirklich mal die Fähigkeit zum Überspringen der Zombies. Wir haben noch ein Sturmgewehr, das weiß ich. Okay, wir können hier so drüber springen. Echt zumachen? Zumachen. Oh oh, kommt jetzt so ein ganz schlimmer hier an. Die können aber, glaube ich, nicht drüber. Die können nicht über den Stacheldraht. Die können da nicht so drüber klettern, wie wir es gemacht haben. Und die haben unsere Fährte verloren. Okay, das war eigentlich ungewollt, dass die auf uns aufmerksam werden. Aber ich habe mich mal gewissermaßen angestellt. Erledigt. Schalt es jetzt rein. Moment, Moment. Jetzt gibt's Schmorbraten. Oh, gehen wir wieder bei das drauf? Das war gute Arbeit, Crane. Ganz ehrlich. Komm bei mir vorbei, wenn du zurück bist. Ich hab hier was für dich. Eine Belohnung. Gehen die jetzt doch alle drauf. Hier war ja von Alfie gesagt, hier ist da ein richtiges Nest, was wir mit einem Schlag erledigen könnten. Aber jetzt sollten wir nicht in den Strom rennen.
Mal schauen. Ah, wir bekommen natürlich was ab. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier durch. Nein, keine Zeit. Weg und weg. Nein, und tot. Mann, wir sind lange nicht mehr gestorben, wenn man mal diese Selbstmordaktion außen vor lässt. Schade. Hätte ich vielleicht doch nochmal ein Medkit verschwenden sollen. Jetzt haben wir wieder Punkte verloren, oder? Aber immerhin haben wir jetzt die Mission für Alfie abgeschlossen. Immerhin das wurde uns schon abgenommen. Was haben wir denn eigentlich noch so? Eine Menge kleiner Zeug. Obwohl, 50er sind dabei. Aber hier auch ganz viele einfache Rohre. Die können wir alle mal zerlegen. Aber wir haben ja nicht wirklich einen Mangel an Sachen. Einen Mangel an Metallteilen. Ich schau mal kurz nach. 3 Slots sind noch frei. Was können wir denn noch mal verbauen? Also einen schweren Bewährungsstahlstab werde ich mal behalten für den Fall der Fälle. Das Ding ist ziemlich gut. Das Ruder, jawohl, 40, nee. Das Schilfmesser könnten wir noch wie oft reparieren? 3-mal. Die Messer finde ich hier bisher im Spiel nicht so besonders. Das Ding habe ich auch nicht modifiziert, deswegen, ja, zerlegen wir das einfach mal. Und die waren ja ganz gut. Genau. Da werde ich mal in der Pause hier nach Schaden sortieren. Das mache ich jetzt mal nicht. Und wir gehen jetzt mal die Mission für Lina, nicht an, für Jade. Warum verwechsel ich immer Lina mit Jade? Geschwister. Jetzt habe ich das nicht ausgewählt, oder? Doppelklick. So. Also, brauchen wir noch was? Ich wollte auch nochmal schauen, wie viele Medkits wir uns noch herstellen können. 11 nur. Obwohl, wir bekommen ja pro Herstellung 2. Pro Herstellung sind es 2, genau. Das hat ja auch eine Fertigkeit ausgemacht. 58 Metallteile haben wir. Weil, das sagt mir hier die Zahl hinterm Dietrich. Böller, oh, wir bräuchten mal Küchenkram und Plastikteile. Obwohl, dafür gibt es 8 pro Herstellung. Also einmal ist in Ordnung und noch einmal ein Molotow. Ja. Obwohl, da gibt es bloß 2 für, dann nochmal. Und gleich nochmal, da geht zwar Alkohol für drauf, was wir jetzt zum Heilen brauchen. Da werde ich jetzt wohl immer, wenn wir an solchen Händlern vorbeikommen, immer Mullbinden, Alkohol holen. Damit wir uns wenigstens im Notfall heilen können. Also Mullbinden haben wir genug, aber nicht genug Alkohol. Ach nee, wir sind immer noch hier. Aber mittlerweile haben wir durch die letzte Fertigkeit 150. Ich habe das Gewehr in der Hand. 150 Gesundheitspunkte. Ach, wir könnten hier links lang. Sehr interessant. Dann nehme ich jetzt mal für die Nacht EP Kalibur. Wo, da wartet es uns schlimmer. Hinten seht ihr das? Auf der Karte, der kommt jetzt hier rüber. Jetzt rennt er weg, das ist gut. Nee, nee, nee. Au. War das jetzt der Strom oder war das der Zombie, der uns angetatscht hat? Wir machen uns den Weg frei, aber sterben hoffentlich nicht dabei. Oder mal weg. Nein, nicht schon wieder. Da werden wir noch bespuckt. Oh oh, einer der Alarmschläge ist hier. Hat der Alarm geschlagen? Oh, hier ist einer. Jetzt können wir auch wieder vorsichtiger agieren. Wir sind ja immerhin rausgekommen. Oh Gott, jetzt regnet es auch noch und es gewittert. Also Nacht und die Albträume und dann noch Gewitter. Also schlimmer geht's nimmer. Oh, 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 oh. Der ist bald hinüber. Den könnten wir entweder mal zerlegen oder wirklich ausnutzen. Oh, bei Regen mit der Waffe rumhantieren ist auch nicht so günstig. Aber ich glaube, die Waffe wirkt dann besser, oder? Ich glaube, es sieht danach aus, dass diese Elektrowaffen bei Regen besser wirken. Jedes Mal so ein Blitzstrahl zu sehen. Außer wenn die Waffe wirklich hinüber ist. Also, die ist jetzt hinüber. Wir haben ihn zwar modifiziert, aber nun ist auch Schluss. Was haben wir noch? So, wir können ja mal so einen Armeespaten nehmen. Dann haben wir jetzt Schlagstock, der ist modifiziert und eben den Armeespaten. Den können wir auch mal modifizieren.
Dazu F6, dann haben wir zwei Fassungen. Oh, was hat er denn? Er könnte mehr Schaden vertragen. Überall nur ein Schadenspunkt mehr. Naja, besser als gar nichts. Aber dann werden wir mal Champion nehmen. Und dann Handling verbessern. Ja, ist ein Spaten, nicht so handlich. Und die Haltbarkeit geht dabei auch noch hoch. Dann machen wir das doch mal. Und dann wählen wir F aus. Immer dieses und. Besser als Wollen wir das Ding nochmal? Wir haben Upgrade. Wir können vielleicht einen Entwurf drauf basteln. Das ist ein Spaten. Eine Nahkampfwaffe. Können wir dreimal herstellen. Was brauchen wir dazu? Metallteile, Plastikteile, Batterie und eben eine Nahkampfwaffe. Oh. Okay, wir machen mal den Giftstachel. Auf den Armeespaten. Wir wollen die Modifikation, die es ja hier so zahlreich gibt, auch nutzen. Sturmgewehr, EXP-Kalibur und Giftstachel. Hallo. Na, schade. Wir haben es jetzt zwar nicht im Einsatz gesehen. Zumindest nicht mit dieser Spezialfähigkeit, aber ein Zombie haben wir damit umgebracht. Einschlag und tot. Das ist eine KD von 1,0. Das sind das GRE-Pakete, das blaue wieder. Fall nach unten, also Abwurfstelle könnte das so gedeutet werden. Aber ich schaue gerade wieder auf die Karte, weil da böse Jungs unterwegs sind. Ganz böse Jungs. Der ist da drüben. Hier ist ein Rohr, hier könnten wir rein, oder? Nein, ich will mich nicht festbacken. Ist hier jemand drin? Hallo? Oh, das schallt. Aber so weit geht's hier gar nicht. Schade, ich hätte gedacht, wir kommen damit bis zum Ende. Wo springt er hin? Er ist auf jeden Fall unser Turm hier in der Nähe, oder? Ja, da. Das beleuchtete etwas. 18, 19, 20. Stock müsste das ja sein. Wir wollen uns ja mit Jade treffen. Mit D treffen. Böse Zombies. Wir sind... Sind wir noch unentdeckt? Ich glaube nicht, weil... Obwohl, wir sind gestorben. Zählt er das dann mit? Das werden wir einfach mal sehen, wenn wir die Nacht überstehen und er uns das anzeigt. Das sind dann, glaube ich, die Fallen, genau. Diese grünen Nagelbänder auf der Karte. Oh, hier gibt es Geld und was zum Plündern. Moment. Das eklige Essen schon wieder. Eine Schnur, das ist gut für einen Molotow-Cocktail. Und sowas muss man auch immer mal wieder machen, denn man kann währenddessen auch Baupläne finden. Sprühdose. Batterien. Und Chemikalien. Dann gehen wir mal weiter Richtung Jade, aber das ist ein halber Kilometer. Oh. Schaffen wir das noch in dieser Folge? Bei Nacht sind wir ja deutlich langsamer unterwegs, aber hier ist gerade freie Bahn, wie ich es sehe. Na, da kommt schon wieder einer an. Na. So, links von uns schreit einer, ist glaube ich ein Normalo. Hier ist auf jeden Fall unser Turm, da könnten wir uns mal schnell rein verziehen. Wollen wir was kaufen? Nö, oder? Crane hat wieder Blähung. Der hört uns zum Glück nicht. Dann etwas herumhüpfen, weil das gibt ja doppelte Wendigkeitspunkte. Wo ist der genau? Okay, da hinten hat unser Spürsinn den entdeckt. Assistisch wollte er eigentlich bei... Wo war das? Diese blaue Waffe oder was es da gab, einsammeln. Irgendwo bei Jeff war das doch. Fällt mir gerade ein, weil ich da was jetzt angepinkt habe. Und... Wird schon wieder Tag? Ja, so langsam. Und da habe ich was Weißes gesehen. Da habe ich mir gedacht, ja, das wird doch immer angezeigt. Ob weiß, lila, blau oder grün. Oder eben orange. Und da war eben dieses Orange, was wir uns ja eigentlich anschauen wollten. Aber das habe ich einfach mal wieder ganz schnell vergessen. Oh, hier wäre ein Polizeiauto. Sind hier Zombies? Nö. Oh, das ist schwer. Na, schaffen wir das mal schauen. Bei Nacht ist er jetzt ziemlich riskant. Stück, da kommt schon einer. Nein, ich hab. Abbrechen. Nee, 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 nee. Hoffentlich lockt er nicht seine Kollegen an. Und
Immer schön auf die Schulter, okay, ich hab. Am Ende geht das nur schief. Ich sehe das schon kommen, dass die uns da unten, der Typ da unten, irgendwie auf den Schirm bekommt. Nee, das muss nicht sein. Ach du Scheiße. Oh, das ging gerade nochmal gut. Schnell reagiert und dadurch entkommen. Der hatte uns schon gewittert, aber wir sind abgehauen. Dann können wir hier wieder hoch und der wird uns unten nicht angezeigt. Der ist da hinten, okay. Also ich finde das gut, wie die das hier umgesetzt haben. Das Nachtspiel einerseits. Möchte man in der Nacht unterwegs sein, weil es dafür doppelte Erfahrungspunkte gibt, aber andererseits sind diese Albträume. Nee, da ist einer, das ist ein schlimmer. Dann nicht. Oh, der verfolgt uns. Nein! Oh, das ist der nächste. Nein, die haben uns. Hallo. UV-Lampe. Wie war nochmal umschauen? B, oder? Ja. Das finde ich auch ziemlich cool. Wir sind schon wieder weg. Okay. Das ging einfacher als gedacht. Gehe ich mal hier runter, weil die sind noch halb auf Alarm. Die sind gelb markiert. Ah, schade, ey. Kurz vor Ende der Nacht. Verfolger abgehängt. Also wir werden zwar Punkte bekommen für Nacht überlebt, aber wir waren nicht unbemerkt. Schade. Das ärgert mich gerade. Oh, hier schon wieder. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Wir kommen der Schule immer näher und es wird auch wieder heller. Hier wäre eine Lichtfalle, habe ich ja immer noch nicht aktiviert. Wo wäre V? Ja, so. Also hier V und hier B. Nacht überlebt, aber leider nicht unbemerkt. Hier ist ja niemand dann. Sehr schwer, das gibt's auch noch. Oh, das war ja sehr schwer. Nicht. Was gibt's denn da? Ein erstklassiger Baseballschläger. Muss ich mir mal kurz anschauen, was der denn so kann. 101. Gar nicht mal so übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Oh, wir sind da, am Waggon. Hallo Jade. Klopf, klopf. Müssen wir oben in den Waggon rein? Nee, von der Seite? Ah, öffnen. Okay, falsche Seite einfach nur. Ey, wieso ist denn jetzt da drüben offen? Komm her, schau dir das an. In dieser Schule geht etwas vor. Tahirs Männer sind seit Stunden damit beschäftigt, Kisten wegzuschaffen. Wir müssen uns das genauer ansehen. Was ist in den Kisten? Gute Frage. Sollte es Antizin sein, holen wir es uns. Na, was haben die da gebunkert? Wir nähern uns dem Auto. Okay. Sehr aufmerksam. Ich dachte, das wird schon ein Kussversuch. Mann, die fahren ja mit richtig dicken Wagen hier hin. Da muss irgendwas Interessantes sein. Aber ich vermute nicht Antizin. Ist das Bracken? Gelbes Hemd? Jade, wo sind... Mist. Okay, ist ein Gefangenenlager, wie es ausschaut. Brenn! Jetzt werden sie erschossen, oder wie, ja? Genau. Oh, der kommt zu uns. Und er sagt jetzt was im Sterben, oder? Dieses Schwein da hier, der sollte in der Hölle braten. Wir... Scheiße, wo ist die jetzt hin? Schnauft jemand? Oh ne, ist das Auto. Ist Jade jetzt in dem Wagen? Das wäre Quatsch. Ne, der ist nicht mehr. Können wir noch plündern? Leider nein. Verschaffen Sie sich Zugang zur Schule. Dann können wir auch erst einmal wieder das Licht ausmachen. Und Jade müssen wir auch wiederfinden. Wie viele Typen sind in der Schule?
habe ich nur die, die nach Tahir reingingen. Aber da sind sicher noch mehr. Wir sollten unterschiedliche Eingänge benutzen. Getrennt kommen wir schneller voran und machen weniger Lärm. Ja, da ist was dran. Und mehr Lärm wird es jetzt auch nicht mehr geben, denn die Folge nimmt ein Ende. Wir schauen einfach mal in der nächsten Folge, wie wir... Oh nee, doch nicht. Ach, bloß Zombies. Ich dachte, da wären Soldaten. Wie wir in der nächsten Folge in diese Schule reinkommen. Und damit würde ich sagen, der klettert immer wieder hier hoch, wenn ich noch springen will. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.